Heute geht's um Poppers. Oh. Danke erstmal für die vielen neuen Kommentare unter den Tanzbär und Simon Videos. Viele kannten den Content vorher noch nicht und haben ihn sehr gefeiert. Ich war diese Woche etwas schlecht drauf, weil ein sehr negatives Ereignis in meinem Leben passiert ist und das hat meine Stimmung auf jeden Fall etwas aufgehellt. Was für ein negatives Ereignis das war, das erzähle ich in einem anderen Video. Jetzt geht's erstmal um Poppers. Bei Poppers handelt es sich sogar mal wieder um eine legale Droge. Früher wurde das Zeug medizinisch eingesetzt gegen Angina pectoris. Heute ist es eher bekannt als eine Sexdroge, sehr beliebt in der schwulen Szene. Was mache ich jetzt hier? Nur weil ich eine Schwuchtel bin? Ich habe dir gesagt, ich habe mit dem Zeug nichts zu tun, das interessiert mich nicht. Ach so, ich dachte, du schaust so aus, wie wer da sowas macht. Die Droge ist sehr beliebt unter den Schwulen, da sie die Aftermuskel entspannen lässt und sich so leichter große Gegenstände einführen lassen. Also, wenn ihr irgendwas schmuggeln müsst, ihr wisst Bescheid. Diese Droge hat eine ganz ungewöhnliche Einnahmeart. Man nimmt so eine Poppersflasche, macht den Deckel auf und dann inhaliert man den Dampf. Und bitte wirklich nur kurz so mit der Nase inhalieren, wenn man das trinkt, verursacht das schwere Verätzungen. Die Wirkung tritt sofort bis 10 Sekunden nach der Inhalation ein und hält so 1 bis 10 Minuten an. Der Rausch basiert auf einer Gefäßerweiterung im Gehirn. Es wirkt durchblutungsfördernd und kann manche Gefühle intensivieren. Also so kann zum Beispiel Sex mit noch mehr Geilheit stattfinden. Verringertes Schmerzempfinden und Glücksgefühle sind weitere Wirkungen. Negative Nebenwirkungen können sein Schwindel, Kopfschmerzen, Hautrötungen, Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen und Schwitzen. Wenn man es außerdem zu oft beim Sex verwendet, soll es dazu führen, dass man keinen Spaß mehr hat an Sex ohne Poppers. Menschen mit niedrigem Blutdruck, Herz- oder Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen, Glaukom, Viagra-Konsumenten sollten auf das Zeug verzichten. Da kann das auch lebensgefährlich werden. Poppers erniedrigen ja zum Beispiel den Blutdruck und wenn man sowieso schon einen sehr niedrigen hat, dann ist das keine gute Sache. Generell wird bei Poppers vom Mischkonsum abgeraten. Ich habe die Poppers schon seit Ewigkeiten zu Hause, bin aber bis neulich noch nie dazu gekommen, sie einzusetzen. Ich wollte es direkt mit sexuellen Handlungen kombinieren, aber da die Wirkung nur so kurz ist, muss man das direkt hintereinander machen und das ist dann schon irgendwie abturnend. Oh ja, ich bin so horny. Hey, warte mal kurz. Ich muss hier irgendwo noch ein Poppers-Fläschchen rumliegen haben. Bist du noch horny? Warte kurz. Horny bleiben, auf jeden Fall horny bleiben, ja? Das bringt einen immer irgendwie ein bisschen raus. Jetzt habe ich es aber doch irgendwie geschafft und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so begeistert von dem Zeug. Ich habe so kurz inhaliert und dann boom, spürte ich so direkt, wie mein Kopf total heiß und rot wurde. Es fühlte sich so an, als würde das Blut meines ganzen Körpers in meinen Kopf schießen. Für mich war das Gefühl jetzt nicht gerade angenehm, aber auch jetzt nicht unbedingt negativ. Es war halt von dem her interessant, weil ich vorher noch nie so ein Gefühl hatte. Und die Wirkung da unten bei meinem Arschloch spürte ich definitiv auch und das war keine so schöne Sache. Ich spürte direkt, wie sich mein Arschloch weitete. Fuck, ist die heutige Folge pervers. Ja, ich merkte direkt, wie sich mein Arschloch weitete und das fühlte sich für mich irgendwie so an, als müsste man aufs Klo. Daraus entstand dann eine klassische, yo, nimm mal mein Dick kurz aus dem Mund, ich muss kacken Situation. Während sämtlicher sexuellen Handlungen kann ich schon sagen, dass ich etwas erregter war, aber jetzt auch nicht allzu übertrieben. Also es gab bestimmt schon einige Situationen, wo ich ohne Drogeneinfluss erregter war als da. Und die schmerzlindernde Wirkung war für mich auch nicht gerade positiv. Denn ich spürte dadurch irgendwie weniger. Aber das ist immerhin eine gute Sache für die Frau, denn dann kommt es zu einer verspäteten Ejakulation. Mein sexueller Partner probierte das Zeug übrigens auch. Dieser Person schien es etwas mehr zu gefallen als mir. Nach dieser Erfahrung sehe ich auf jeden Fall, wieso Schwule das verwenden. Also wenn ihr schwul seid und das noch nicht probiert habt, wäre das vielleicht mal eine Überlegung wert. Vor allem, wenn ihr der passive Partner seid. Von Heteros habe ich auch sehr viele Erfahrungsberichte gelesen, wo von einer übertrieben großen Lust gesprochen wird. Von unglaublich fantastischem Sex, wie man es sich nie erträumen könnte. Aber da frage ich mich immer, ob diese Menschen noch nie irgendwelche anderen Drogen probiert haben. Oder andere Sexualpartner. Ich fand es nicht so überragend. Es gibt auch einige YouTube-Videos, in welchen Leute Poppers probieren. Und manche fangen dabei irgendwie voll zum Lachen an. Und ich verstehe irgendwie überhaupt nicht, wie man da zum Lachen anfangen kann. Ja, und jetzt schreibt mir eure Erfahrungen und Meinungen zu Poppers.